aus der Übersetzungskabine. So our next speaker is Markus Landgraf. Unser nächster Vortragender ist Markus Landgraf von der ESA. So etwas wie die NASA von Europa. Und er wird uns heute etwas über Weltraumaufzüge erklären, denn die Raketengleichung ist ziemlich unvergeblich. Das heißt, wir brauchen vielleicht einen Weltraumaufzug. Thank you. Vielen Dank. Who of you have heard? Wer von euch hat schon mal von einem Weltraumaufzug gehört? Who of you believes? Keep your hands up. Keep your hands up. Lasst die Hände oben. Who of you believes? Wer glaubt, jemals einen Weltraumaufzug zu sehen? All right. Okay, I get the picture. So, ich sehe schon. Viele von euch haben schon davon gehört und ungefähr die Hälfte glaubt wirklich, dass es vielleicht irgendwann mal Realität werden kann. Das heißt, ich möchte es heute für euch extra real machen. Also ungefähr so real, wie es wird, denn ich werde über einen Aufzug auf dem Mond oder zum Mond erzählen. Da ich auch ein Repräsentant der ESA bin, dann möchte ich auch etwas erzählen, was die ESA heutzutage so macht und warum man überhaupt auf den Mond gehen sollte. Lass mich also erstmal eine kurze Übersicht geben, warum und wieso überhaupt man überhaupt zum Mond kommen kann und warum die ESA heute zum Mond geht und wie wir das überhaupt tun. Dann kommen wir zum Kern des Vortrags, was über Raketen hinaus ist, und das sind natürlich die Aufzüge. Und dann reden wir über die Vorteile oder Vorzüge. Ihr seid eine Gemeinschaft, eine sehr erfolgreiche Gemeinschaft. Was zieht euch hierher? Was euch wirklich hierher zieht, sind die Vorzüge, die euch vorantreiben. Jeder von euch schaut nach Vorzügen, also nach Spaß, nach Wissen, meeting people, andere Leute zu treffen, und die Gemeinschaft existiert, weil ihr Vorteile davon habt. Und das ist natürlich trifft natürlich auch zu für alles, was in der Gesellschaft passiert. Der Weltraum ist natürlich zählt auch dazu. Und ich möchte euch auch ein paar Links vorstellen, die ihr euch damit einbezieht. Mit der ESA, natürlich. Jetzt genug darüber. Warum der Mond? This is a little fun bit that das I put together. Ein kleiner spaßiger Teil, und ich möchte es mal vorlesen. Ich werde nicht kommentieren. So ein bisschen diese Folklore über den Weltraum und den Mond. Und ihr könnt eure eine eigene Meinung darüber bilden. During my talk today. So there's this famous guy by the name of Bill Kaysing, who of course says that sagt, Apollo was filmed in Hollywood Studios. Wurde in Hollywood Studios gefilmt. Everybody who likes to watch britische animierte Filme, Wallace and Gromit, mag, die bestehen darauf, dass der Mond aus Käse ist. Of course, you all know the Apollo program. Jeder kennt das Apollo-Programm, das in 72 geendet ist. Da gab es eine Ausgabe des Time Magazins, das sagte, bald werden Roboter intelligent genug sein, also wird es kein Bedürfnis geben, menschliche Leben zu riskieren. 2010 hat Präsident Barack Obama gesagt, während er über seine Vision geredet hat, wir waren da schon mal. And I will leave that without any comments. Und ich werde das nicht weiter kommentieren. And there's another nice movie by the name of Iron Sky. Es gibt noch einen weiteren Film unter dem Namen Iron Sky. Yeah, I like that too. Ja, den mag ich auch. And then of course in that movie und dann natürlich have in diesem Film gibt es Präsidentin Sarah Palin und sie sagt, wer sind diese Leute überhaupt? Nazis vom Mond. So this is, I think, very inspirational das ist also sehr about the moon. Let's get to the inspirierende Geschichten über den Mond. Aber jetzt kommen wir zur echten Geschichte. Now, warum erkunden wir den Weltraum? Wenn ich sage wir, dann meine ich natürlich Europeans. Uns Europäer. But the European idea is aber die europäische than Idee ist größer als Europa. Also lasst uns einfach als Europäer fühlen für den Moment. Exploration DNA. Der Mond ist für uns DNA. Wir sind Entdecker.
Europäer. My hometown of Kassel. Und ich habe vor kurzem erst meine Heimatstadt in Kassel in Hessen besucht. Last days. In den letzten and Tagen. I took a picture there in und a ich museum. Ein Bild in einem Museum aufgenommen. Of 18th century das ist ein artist, Bild aus dem 18. Jahrhundert von Wissenschaftlern, der eine totale Mondfinsternis beobachtet hat. Und er hat das im Auftrag eines Adligen gemacht in Kassel, der Künstler und Wissenschaftler sponsert, und damit sie zu ihm kommen und ihn darüber Sachen erzählen. Und in den letzten Jahren haben wir uns sehr für Wissenschaft eingesetzt, weil wir wissen, das ist Teil unserer Kultur. Und diese Kultur, dieser Adlige ist der Großsohn, to measure the position of the stars in the sky. Die Position at the time a very difficult der Sterne im Himmel gemessen hat. Das war damals ziemlich schwierig, denn die Sterne bewegen sich in Relation zur Rotation der Erde. Man muss also die Zeit sehr genau wissen, um die Position des Sterns genau zu bestimmen. So this guy, also dieser Mann, Jost Bürgi, hat eine Uhr gemacht. Und diese Uhr war so präzise, third indicator, dass sie einen dritten Zeiger brauchte. So die Sekunden wurden in meiner Heimatstadt Kassel erfunden. Das zeigt, dass Erkunden nicht nur in unserer DNA ist, sondern ohne unsere Uhren an der Arm wären wir in großem Problem. It tells you that our everyday life is aber es zeigt uns auch, dass unser Alltag sehr viel von der Erkundung inspiriert ist. Ein anderer Grund, warum wir zum Mond gehen sollten, ist Entdeckung. Ein bisschen gegen Präsident Obama zu argumentieren. Wir waren noch nicht überall. Es gibt ein paar Orte auf dem Mond, die sehr interessant sind. Und der Mond ist größtenteils sehr, sehr unerforscht. Das ist ein Buch von Alan Crotz, das gibt es als E-Book. Es gibt einen neuen Mond. Viele der dramatischen, kürzlichen Entdeckungen in der Weltraumwissenschaft haben mit dem Mond zu tun. Nur in den letzten Jahren hat die Monderkundung sich beschleunigt und viele realisieren nicht, wie schnell unser Wissen über den Mond sich ändert. Es gibt auf dem Mond eine Höhle, die von einem Meteoriten durchbrochen wurde. Und auf der anderen Seite dieses Lochs und vor allem auf der anderen Seite des Mondes haben wir keine Idee, was da überhaupt ist. Wir könnten da vielleicht leben und geschützt von Meteoriten leben und von Solarstrahlung. Dieses untere Bild ist eine sehr mysteriöse Region. Das ist anscheinend die Spitze eines sehr alten Vulkans, den staubigen Deckel des Monds abgebrochen hat. Das ist wahrscheinlich die echte Oberfläche des Monds, während der Rest unter diesem Regolith, diesem Staub bedeckt ist. Es gibt also so viel mehr zu entdecken. Und wenn Aliens nach Deutschland, auf die Erde kommen würden und Proben nehmen von Sahara und einer anderen Wüste, dann hätten sie auch nicht viel von der Erde erforscht. Hier gibt es einen philosophischen Ansicht davon. Also, weil es Philosophie ist, gibt es sehr viel Text. Ich werde das jetzt nicht vorlesen, also lasse ich es euch mal selber durchlesen. Ich werde nur sagen, die Grundidee ist, dass es zwei Denkweisen gibt. Die eine ist, der Wachstum ist begrenzt. Die Erde hat nur begrenzt viele Ressourcen und wir müssen sehr vorsichtig sein. Und die andere Denkweise ist, es gibt unbegrenzte Ressourcen, weil wir mit dem Universum verbunden sind. Und der letzte ist genannt die extraterrestriale Imperativ von einem Philosophen. Er hat im Prinzip gesagt, die Natur hat uns gezeigt, dass wenn immer es eine Grenze gibt, dann wird die Evolution diese Beschränkungen überkommen.
singular cellular organism, dieser Organismus, der aus den Energie abgelaufen ist. The reuse of an extraterrestrial energy source, which is the sun. So, es gibt da so eine wunderschöne wiederherstellbare Quelle, die Sonne. Phytoplankton, das nennt extraterrestrische Sonne, und produziert sozusagen Energie für die Erde. Und in dem gleichen Moment sagt er, menschliche Technologieentwicklung ist ein Teil der Entwicklung. Und wir müssen da irgendwann drüber wegkommen. Wir müssen Ressourcen nutzen, um diesen Planeten zu schützen. So, da geht es um den extraterrestrischen Imperativ. Warum sollten wir den Mond aber nutzen? Hier habe ich eine Animation für euch. Es ist schwer, aus diesem Gravitationsfeld rauszukommen. Der Mond erzeugt aber einen extra Ort, Spacecraft in a equilibrium state, put it like stations there, so that you can reach the surfaces of the moon as well. Aus dem Equilibrationspunkt kann man dann die Oberfläche des Mondes erreichen. Also wir brauchen diese drei Dinge. Also es ist in unserer Kultur verankert. Man kann neues Wissen erforschen und es ist ein großartiger Startpunkt für weitere Erforschung. Das sind die drei Gründe, warum wir auf den Mond sollten. Warum ist es so schwer, dahin zu kommen? Der Grund ist die Raketengleichung, die von Tsiolkovsky formuliert wurde, 1879 oder so. Da geht es um die Newtonschen Gesetze und Aktio ist gleich Reaktio, also für jede Kraft eine Gegenkraft. Das ist die einzige Art und Weise, sich in den Weltraum zu befördern. Heute, wenn ich jetzt hier auf der Bühne hin und her wandere, dann drücke ich in Wirklichkeit die Bühne hinter mich, um mich nach vorne zu schieben. Die Verbindung sind meine Sohlen, meine Schuhe. Wenn ich jetzt irgendwie auf einer rutschigen Untergrund stehen würde, dann könnte ich keine Kraft übertragen, sondern nur auf der Stelle rutschen. Und dann müsste ich eben das hier, das Reaktionsprinzip, verwenden. In dieser Formel gibt es einen wichtigen Parameter, dieses Delta V, ne, auf der linken Seite. Das gibt uns, wie viel wir die Geschwindigkeit verändern müssen, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Es gibt noch ein paar andere Größen, die sind nicht so wichtig, aber es ist sehr, sehr schwierig, in einen niedrigen Erdorbit zu kommen. Man braucht 3200 Meter pro Sekunde, um in den Lunar-Orbit zu kommen, und dann nochmal 800, 2000, um bis zum Mond selbst zur Oberfläche zu kommen. Wenn man weiß, dass die Escape Velocity beschränkt ist, durch unsere Technologie, dann weiß man, warum man große Raketen braucht, um sehr, sehr kleine Payloads zu befördern. Wir brauchen eine 700 Tonnen Rakete, um 10 Tonnen in den Orbit zu befördern. Das macht es so sehr, sehr teuer. Was heißt teuer? Also wie sieht das aus? Also was man hier auf der rechten Seite sieht, ist viel interessanter. Das ist eine Tabelle davon, wie viel es kostet, um sich von einem Provider in den Weltraum schießen zu lassen. Also der niedrige Erdorbit sind 10.000 Euro. Cis-Lunar-Orbit sind 100.000 Euro. Der lunare Orbit selbst sind 200.000. Die Oberfläche des Mondes 1 Million Euro. Irgendwas zurückzubringen, 10 Millionen Euro pro Kilo. Also, wenn wir da Platin finden oder was auch immer ihr euch vorstellen könnt, es ist immer noch billiger auf der Erde. Vergesst es. Vergesst einfach irgendwie mit Raketen da draußen was zu schürfen. Es geht nur dann. Also man kann nicht auf dem Mond irgendwelche Materialien schürfen, die wir hier zurückkriegen. Das geht mit Raketen einfach nicht. Links sieht man, dass die Kosten mit der Quadratwurzel der Masse ansteigen. Also eine große Rakete ist viel, viel teurer, aber pro Kilo zahlt man dann weniger bei großen Raketen. Also so schaut es aus heute. Und in dieser Situation hat ESA ein Programm, um uns zum Mond zu bringen.
Ich habe zwei Folien dazu, wie die ESA auf den Mond kommen will. Das erste Prinzip ist, erstmal auf den Mond zu kommen. Und dann gibt es einen kleineren Punkt, dass wir etwas auf der Oberfläche machen wollen. Diese zwei Probleme können sich in einzelne Teile zerlegen. Zum Beispiel, wir müssen zum Mond kommen, wir müssen da bleiben, müssen dort landen. Da sind ganz viele verschiedene Stufen, die wir bereits in früheren Jahren erledigt haben. Wir brauchen halt eine Landemöglichkeit, weil es sehr schwierig ist, da zu landen. Und genauso schwierig ist es, wieder vom Mond zu starten. Weil man von der Erde zu starten schon sehr viel Anstrengung machen muss. Und dann haben wir noch verschiedene kleinere Probleme, hat die ESA ein Programm für. Um Astronauten in den Orbit zu kommen, haben wir mit der NASA zusammengearbeitet, um das zu verwirklichen, um zum Mond zu kommen. Die ESA hat auch ein Programm gestartet, um ein weiteres Modul zu starten, um in diesen Zwischenbereich zwischen Mond und Erde zu kommen, wo man dann auch auf die Mondoberfläche kommen könnte, aber auch in den tieferen Raumbereich. Außerdem arbeitet die ESA auch mit Roskosmos, der russischen Agentur, zusammen, um spezielle Geräte zu entwickeln. Dieses Gerät beispielsweise Pilot soll 2019 starten. Und dann gehen wir noch mal ein Stück weiter. Wir arbeiten zusammen mit einem internationalen Konsortium mit verschiedenen Partnern, um eine spezielle Mission zu starten. Wir landen, wir starten, wir haben einen kleinen Rover, der auf der Oberfläche umherfährt. Das ist ein integriertes System, das wir unseren Mitgliedstaaten aktuell vorstellen. Und die ESA möchte gerne ein Teil vom Ascent werden, also vom Aufstieg. Und dann das finale Ziel ist das Leben auf dem Mond. Und das ist sehr, sehr kompliziert, ehrlich gesagt. Es ist nicht so... Es ist immer noch einfacher, als im Raum zu leben, aber auf dem Mond ist immer noch schwierig genug. Und ein weiteres Thema ist immer noch, Ressourcen vom Mond zu holen. Nicht, um damit Geld zu verdienen, weil es finanziell ja offensichtlich nicht funktionieren wird. Aber wir möchten ganz gern so eine Ladung haben, um auf dem Mond eine bewohnbare Station zu bauen. Und das ist so unser Zeitpfeil, wie wir das Ganze entwickeln wollen in den nächsten Jahren. Das erste Thema ist dieser Bohrer und die Kamera, die 2018 und 2021 auf den Mond gehen, zusammen mit Roskosmos. Dann haben wir dieses Vehikel, das soll 2021 mit Menschen auf den Mond gehen. Und dann haben wir dieses Mondmodul, dass wir so etwa Mitte der 20er dann starten wollen. Und dann gibt es diese kleine Demonstrationsmission, ebenfalls Mitte der 20er. Und dann plant die ESA immer noch, beziehungsweise stellt es vor, mit internationalen Partnern, dass wir Menschenmissionen auf den Mond starten, um die Erkundung des Mondes weiter voranzutreiben. Das ist das, was wir aktuell machen können. Und das ist so ein bisschen das, was realistisch ist auch. Aber gehen wir mal weiter. Denken wir mal weiter. Denken wir mal nicht nur an Raketen. Wir können uns im Mond, im All nur so bewegen, dass wir etwas hinter uns lassen. Ich habe ein bisschen gelogen, ehrlich gesagt. Das war nicht ganz ehrlich zu euch. Es gibt, wenn man eine physische Verbindung zu einem Planeten hat, dann kann man Kraft übertragen. Und das kann man mit einem Space Elevator lösen. Ich werde da ganz kurz drüber gehen. Die Idee ist, dass man ein sehr langes Seil hat. Und der Schwerpunkt dieses Seils, und dieser Schwerpunkt ist geostationär. Das heißt, er ist im Synchron mit der Oberfläche des Mondes. Das heißt, das Seil wird dann die Oberfläche des Mondes berühren, aber es wird keine Kraft darauf ausüben. Es ist also wie ein Satellit, aber es bewegt sich um den Planet so schnell, wie sich der Planet dreht. Und dann kann man dieses Seil hoch und runter klettern.
Man kann eine Kabine bauen mit Luft und man kann hoch und runter fahren. Und ich weiß, dass eure Köpfe voll mit Fragen sind und ich will unbedingt welche davon beantworten. Also, nur als Start, die Energie ist nicht wirklich das Problem. Man muss natürlich immer noch die Energie zur Verfügung stellen, um von der Erde einen All zu bekommen. Aber das ist eine Kilowattstunde ist ungefähr 40 Cent heutzutage und das ist ungefähr doppelt so teuer wie in Frankreich. Aber also es ist immer noch sehr günstig. Die Kabine kann hoch und runter fahren mit elektrischer Energie. Es hat elektrische Motoren, die in einem Kabel fahren. Und das Kabel ist gespannt durch die Gravitationskraft und die Zentrifugalkraft. Also die Schwerkraft zieht den Teil nach links und die Zentrifugalkraft zieht nach rechts, nach oben. So dass das Kabel immer gespannt ist. Während die Kabine hoch und runter fährt, dann erfährt diese die Corioliskraft und es gibt eine seitliche Kraft und die verursacht eine Welle in dem Kabel. Was macht diese Welle? Nicht viel, weil da sehr viel Spannung drauf ist auf dem Kabel. Auf der linken Seite sehen Sie ein paar Wellen, das ist die freie Bewegung des Aufzugs und wenn man die kleinen Nummern lesen kann, dann sprechen wir über ungefähr 700 Meter von der Höchstauslenkung, also die maximale Amplitude ist 700 Meter. Und wenn man in höhere Vibrationsmoden geht, dann ist das nicht nennenswert. Das verursacht nicht viel Vibration in Bezug auf räumliche Vibration. Das ist das Erdkabel. Das würde 145.000 Kilometer lang. Das ist also nicht auf Skala. Also auf der Y-Achse sind nur Kilometer und auf der X-Achse ist eine andere Skala. Das ist die Freibewegung des Kabels und indem man da ein bisschen dran wackelt, also an der Basis, dann kann man diese Vibration kontrollieren. Dann kann man die quasi negieren. Also kein Problem. Und die andere Seite zeigt, was passiert, wenn der Aufzug hochfährt. Das ist von einem Paper von Pearson et al. Wenn der Aufzug hochfährt, dann hat man ein bisschen Oszillierung, so in der Größenordnung von ein paar Metern. Aber das ist auf jeden Fall handelbar. Also wir brauchen starke Kabel, also damit sie nicht reißen. Was ist ein starkes Material dafür? Und ich möchte die Stärke von so einem Kabel in Terms von Risslänge beschreiben. Das ist die Risslänge ist die Länge eines Kabels, sodass man es in einer 1G-Gravitation aufhängen kann, ohne dass sie selbst unter dem eigenen Gewicht reißt. Stahlkabel sind sehr lang, also da kann man 11 Kilometer und wenn man da drüber geht, dann reißt das. Carbonfaser geht bis zu 330 Kilometer und ein mystisches Material, das sich Multival Nanotube nennt, das existiert bisher nur in Laboren in sehr kleinen Mengen, geht da hoch bis zu 3500 Kilometer. Für einen Erdaufzug braucht man ungefähr 2500 Kilometer von dieser Risslänge. Also dieses mysteriöse Material würde das schaffen. Auf der rechten Seite sind noch ein paar andere Materialien, die verfügbar sind. Achso, das sind Zahlen wie 250 bis 570. Und je länger, desto besser. Warum ist das wichtig? Weil die Magie der Verjüngung ist. Leute fragen sich, wie. Es gibt ein Paper von auch wieder Pearson et al. Von 75. Und er sagt, man kann das von jedem Material machen. Man muss es nur viel dicker machen im Schwerpunkt als an der Basis. Also diese Verjüngungs. Verhältnisse sind so, dass es sich einfach nicht lohnt. Und hier ist dieses mysteriöse Material, diese Nanotubes, mit einer Verjüngungsverhältnis von ungefähr 8. Materialien, die heutzutage existieren, sind zum Beispiel Carbonfasern
oder die, der Honig, Honigzellenpolymer. Das kann man heutzutage kaufen. Und für die Erde wäre das ungefähr 1000-mal so dick. Das ist nicht das Problem, etwas dicker zu machen, aber man startet mit einem Zentimeter, und man muss es dann 10.000 Zentimeter weit machen an diesem weitesten Tauch. Und das ganze Ding ist tausende von Kilometern lang, dann wird diese Masse riesig. Und das wird also nicht funktionieren. Für den Mond und den Mars ist es aber viel einfacher, wie man sehen kann. Und der Grund ist, dass natürlich der Mond und Mars einfach geringe Gravitation und eine geringe Erdumdrehung haben. Also mit existierenden Materialien, wo wir eine Verjüngungsratio von 8, 5 oder 4 haben, da kann ich einen Aufzug, einen Weltraumaufzug machen. Also warum ist ein Weltraumaufzug am Mond einfacher? Naja, weil es gibt ein Material, was wir tatsächlich geben. Wir nennen das Bandmaterial. Ich komme da nochmal drauf zurück, warum wir das Seil ein Band nennen. Wir haben sehr wenige Satelliten um den Mond herum, künstliche Satelliten, mit denen wir zusammenstoßen können, und wir haben auch keinen Weltraummüll um den Mond herum. Und außerdem gibt es keine Atmosphäre auf dem Mond, die also irgendwie über chemische Reaktionen oder so das Seil zerstören könnte oder angreifen könnte. Und es gibt auch keine gefangene Strahlung um den Mond herum. Also der Umzug um die der Weltraumaufzug um die Erde ist echt Science-Fiction, das ist schwierig. Aber der Weltraumaufzug um den Mond ist zwar Science-Fiction, aber viel näher. Es ist nicht 2031, es ist 2001, also jetzt, wenn man mal die Filme vergleicht, dann ihr wisst, was ich meine. Ja. Also ein Wort über den Kletterer. Das ist natürlich das interessanteste Ding, aber es ist nicht das schwierigste Problem. Ich habe immer versucht, die schwersten Probleme zuerst anzugehen. Also eines Tages, wenn mir jemand dann das Kabel gibt, dann fange ich an, über den Climber zu reden. Aber im Wesentlichen ist es halt, mein Gott, braucht zwei Räder, Batterie, Energie, man muss eine Kapsel dran bauen und dann ist es fertig. Also was bekommen wir jetzt von diesem Mondaufzug, außer dass man den Mond halt erforschen kann? Also erstens, wir erinnern uns an dieses Diagramm hier, ne? Das hat uns eine Menge Kopfschmerzen gegeben, Bauchschmerzen gegeben. Was als erstes verschwindet, ist das hier. Also man muss nicht mehr von der Mondoberfläche in den Mondorbit machen. Also dieses Delta V, das ist plötzlich weg. Also unsere Rakete muss viel weniger Arbeit machen. Nicht nur das, auch diese andere, nochmal 800 Meter pro Sekunde gehen weg, weil ich nämlich schon in der Mondumlaufbahn anfange. Also wir müssen noch weniger Arbeit machen. Also wir müssen jetzt nur eine Ariane 5 starten und kriegen 7 Tonnen auf die Oberfläche des Mondes. Also heutzutage, wenn wir das machen wollten, würden wir nur 5 Kilo auf die Mondoberfläche kriegen. Also ungefähr ein Zehntel davon. Aber nehmen wir mal einfach an, ja, spekulieren wir mal. Wenn wir jetzt auch ein Erdweltraumaufzug hätten, dann könnten wir auch diese anderen zwei Größen wegschmeißen. Also dieses Delta V ist dann plötzlich null. Das heißt, man kann einen im Wesentlichen kostenlosen Transfer vom Mond auf die Erde hinkriegen, ohne irgendwelche Treibstoffe. Also ich zeige euch das jetzt einfach mal. Das hier ist ein öffentlich verfügbares Computerprogramm, das gibt's auf dem Web. Ich habe die URL am Ende der Slides. Was ich gemacht habe, ist, ich habe da mal ein bisschen rumgespielt und man sieht hier im Crosshair sieht man die Erde und den Weltraumaufzug. Im zentralen Ring sieht man den Mond mit einer langen Linie und einem blauen Punkt am Ende. Das ist der Mondaufzug. So, jetzt tue ich meine Ladung hier mit dem, das ist der grüne Punkt da unten. Also hier ist meine Ladung. Ja? Jetzt fange ich also an und lasse die Erde mal so irgendwie rotieren. Also das ist jetzt 512
512 mal schneller als Echtzeit. Also die Erde bewegt sich und die Payload, die Ladung bewegt sich natürlich mit dem Aufzug. Und derweil bewegt sich der Mond, aber halt viel langsamer. So, wenn das jetzt auf die 90 Grad Position kommt, dann lasse ich einfach los, also vom Kabel los. Und dann macht die Ladung einen freien Fall, einfach unter dem Einfluss der Schwerkraft. So, ich habe jetzt mal die Zeit ein bisschen schneller gedreht, ja, dass ihr nicht bis am Ende des Abends warten müsst. Also, weil es wird immer langsamer, je weiter dann das nach draußen geht. Also, was ihr jetzt sehen könnt, ist, also jedes Mal, wenn die Erde rumgeht, ist ein Tag. Also man kann jetzt eine Trajektorie finden, wo das Objekt ein Rendezvous hat mit dem Mond. Das heißt, man klemmt sich dann an das Kabel und fährt dann mit dem Aufzug auf die Mondoberfläche zurück. Man hätte also eine direkte Verbindung von der Erde zum Mond. Und die andere Richtung natürlich auch. Vom Mond kann man jegliches Material, Platinum, Gold, von der Mondoberfläche zurück zur Erde, ohne jeglichen Treibstoff zu benutzen. Das würde uns wirklich ökonomisch den Weltraum benutzen können. Wir könnten Strukturen bauen, die so groß sind, dass zum Beispiel ganz riesige Solaranlagen zu bauen, mit denen wir die Erde mit Energie versorgen können. Diese Animation zeigt, wie man mit Mikrowellen die Energie dann zurück zur Erde schickt. Und man kann diese riesen Strukturen bauen. Man kann Weltraumhotels bauen, weil plötzlich man hat diese Weltraummechanik gehackt hat. Das ist die Grundidee. Das ist, warum da Interesse an einem Weltraumaufzug liegt. Mein abschließender Gedanke ist, dass wenn man sich mit Weltraumerkundung auseinandersetzen will und Monderkundung, dann möchte ich euch auch auf den Vortrag meines Chefs hinweisen. Um 8 Uhr in Raum Saal 1 und er wird über die Mondstadt reden und die Gemeinschaft, die sich darum kümmert, dass es wahrscheinlich passieren wird. Letztes Wort über die Gemeinschaft, hier sind ein paar Links, E-Mails, Twitter-Names und Webadressen, die ihr benutzen könnt, wenn ihr die Präsentation runterladen möchtet und auch Teil des Weltraumaufzugs werden wollt. Vielen Dank. Wir haben eine großzügige halbe Stunde für Q&A, also stellt euch schon mal bitte auf. Es gibt quasi überall Mikrofone. Und wie immer haben wir natürlich auch Fragen aus dem Internet. Wenn ihr im Chat seid und den Strom anschaut, dann kümmern wir uns auch um euch auch. Wir fangen mit Mikrofon 2 an. Hi. Vielen Dank für Ihren Vortrag. Was mich interessieren würde, ist, Sie haben gar nicht erwähnt, ob es da vielleicht ein extra Problem gibt, was das Seil auch machen muss. Wird sich das Kabel vielleicht dehnen? Ist das ein Problem? Ist das ein Faktor? Ja, vielen Dank für die Frage. Also habe ich so ein bisschen versteckt. Die Antwort ist, das Pierce-Modell ist so, dass die Spannung quer über das Kabel überall gleich ist. Also man macht das einfach dicker, um die Spannung gleich zu halten. Und dann ist das kein Problem. Vor der nächsten Frage eine Ankündigung. Bitte seid leise, wenn ihr den Saal verlasst. Wenn es nicht dringend ist, dann seid bitte nett, so nett und bleibt einfach bis zum Ende des Talks da. Eine Frage aus dem Internet, bitte. Could we get the microphone, please? Yeah. Question working. Thanks, Fred. Okay. Is it already known how the elevator affects...
Es ist schon bekannt, wie der Aufzug die Erdrotation beeinflusst. Gar nicht, gar nicht. Das ist natürlich ein sehr kleiner Wert. Aus dem normal beschleunigt sich die Erde, und weil sie abkühlt, aber normalerweise wird sie langsamer wegen der Anwesenheit des Monds. Wenn man jetzt ein Mondkabel anhängt, so ungefähr 1000 Tonnen, das wird überhaupt keine messbare Auswirkung haben, weil der Mond sehr schwer ist. Ja, meine Frage ist, was bedeutet das für zukünftige Weltraumerforschungsmissionen? Also würden die von der Mondoberfläche dann starten, oder hat das irgendwas zu bedeuten? Ja, vielen Dank für die Frage. Ja, es hat Bedeutung, und natürlich geht es darum auch. Ja, wir wollen eben die Deep Space Missions vom Mond aus starten lassen, und da könnte man dann zum Mars oder zum Jupiter starten oder vielleicht sogar mal nach Proxima Centauri fliegen. Aber das wäre ein eigener Vortrag. Danke. Mikrofon 1, bitte. Vielen Dank für den großartigen Vortrag. Ich versuche, eine Frage kurz zu stellen. Wenn Sie sich vor, mich weiterzuleiten an den nächsten Vortrag, aber ich glaube, dass ein Großteil der Gründe, um zum Mond zu gehen, abgesehen von der Wissenschaft natürlich, die wichtig ist, sollten einfacher aus dem Lower Earth Orbit gelöst werden. Ich denke da an Auftanken von Raumschiffen, und Lower Earth Orbits könnten von Asteroiden betankt werden. Man müsste keinen Weltraumaufzug auf dem Mond bauen. Da stimme ich Ihnen 100% zu. Und mein Chef kann natürlich jede Frage besser beantworten als ich. Aber lasst es mich mal versuchen. Natürlich ist mein Job, die Architektur anzuschauen, um herauszufinden, was die beste Möglichkeit ist. Und Sie haben recht. Wenn Ihr Ziel ist, eine Mars-Mission zu haben oder eine Reihe von Mars-Missionen zu haben, das ein Auftanken benötigt, dann benutzt man natürlich nicht Treibstoff vom Mond, sondern von Asteroiden. Aber Sie haben recht, es gibt da mehrere Sachen, die gegeneinander spielen, und der richtige Grund ist, wenn man den Mond ökonomischerweise ausnutzen möchte, nicht jetzt notwendigerweise für weitere Weltraumerkundungen, sondern zum Beispiel um wertvolle Metalle zurück zur Erde zu bringen. Das wäre der richtige Grund. Aber haben wir nicht Zugang zu diesen Materialien in Asteroiden? Nicht notwendigerweise. Wenn man es aus Weltraum bringt, dann müsste man eine Wiedereintrittstrajektorie fliegen, und das ist sehr teuer. Aber lass uns das außerhalb des Talks besprechen. Frage aus dem Internet. Warum sind das habe ich jetzt nicht verstanden. Graphen oder Nanokarbon-Nanoröhren, das waren Materialien, mit denen wir gesprochen haben. Sind das schlechte Materialien? Nein, nein, das sind gute Materialien, aber es gibt sie noch nicht. Also ich habe einen Vortrag 2013 gehalten, googelt einfach Landgraf und Space Elevator auf YouTube, und da rede ich darüber, wie man das möglich machen kann. Und wie ihr aus dem Vortrag entnehmen könnt, war ich damals noch ein bisschen jünger und unsicherer. Aber der Grund ist, dass die Nanoröhren einfach noch nicht da sind. Danke für die Frage. Hallo. Hi. Du hast darüber gesprochen, dass man das Material hat, um einen Mondaufzug zu bauen. Es ist möglich, denn das Erdkabel einfach kürzer zu machen und dann eine Rakete zu benutzen, um zum tieferen Bereich des Aufzugs zu kommen. Das stimmt, ja. Sie sind herzlich eingeladen, einen Vortrag darüber nächstes Jahr zu halten. Aber es gibt eine ganze Community über diese Weltraumkabel, aber es gibt Möglichkeiten, und es ist
riskant, weil man da Rendezvous fliegen muss. Und ESA war darin da dabei. Aber es gibt Möglichkeiten, das möglich zu machen. Dass der wirkliche Vorzug ist, der sehr viele Probleme löst, ist, wenn man einen wirklichen Aufzug baut, der wirklich mit dem Planeten verbindet. Noch eine Nachfolgefrage. Wenn man ein Weltraumkabel hat, braucht man kein Benzin, um das Kabel zu positionieren, damit es nicht wegfliegt. Das stimmt, ja. Und normalerweise lösen Probleme das mit einem niedrigen Antrieb oder mit dem das Magnetfeld der Erde ausnutzen, um elektrische Energie reinzustopfen. Also das gibt es mehrere Möglichkeiten. Ja, wenn man also zum Mond fliegt, ist natürlich der Vorteil von Raketenantrieb, dass man so mehr oder weniger sich frei überlegen kann, wo man dann landet, da hat man freie Wahl. Könnte das Weltraum-Elevator-Konzept das auch erlauben, dass man sich überlegt, dass man wählt, wo man hingeht? Ja, Antwort, ja, ich habe da ein Paper mit Pearson 2005 oder 2008 geschrieben. Verbinden sie den Weltraumaufzug mit einer Bahn quasi. Sobald man unten ist, kann man natürlich immer rumfahren. Also, ich meine, einfach All-Wheel Drive nehmen und los geht's. Also es gibt einfachere Lösungen als mit einer Rakete. Aber es stimmt natürlich, mit einer Rakete kann man landen, wo man will. Could we get mic number 3, please? Eine Frage über den Fehlschlagzustand, wie der unterschiedlich ist zwischen einem Erdkabel und einem Mondkabel. Also ich vermute, ein Erdkabel würde abbrennen in der Atmosphäre. Was passiert, wenn ein Mondkabel kaputt geht? Wenn das Mondkabel sich trennt, sodass ein Teil wieder zurückkommt, dann würde er einfach einschlagen und natürlich zerstört werden. Normalerweise mit hohen Geschwindigkeiten bekommt man komplette Zerstörung des Materials und nur 10% oder 5% bleiben auf der Oberfläche. Der Rest geht in den Solarwind. Aber das muss nicht passieren. Man kann immer das Kabel trennen, mit Absicht, wenn man einen Bruchpunkt hat oder einen Bruch hat. Es gibt Gründe, die ich nicht erklärt habe, warum das Kabel, man kann das natürlich machen, dass das Kabel niemals bricht. Mic number 4, please. Ja, ich habe auf den Slides gesehen, die Gleichungen für das Kabel, und das sind 250 Kilometer pro Stunde Geschwindigkeiten für den Aufzug angegeben. Also wenn man davon ausgeht, dass das Kabel 150.000 Kilometer lang ist, dann sind das 4,5 Wochen, bis man oben ist. Also die ganze Hochfahrt würde mehrere Monate brauchen. Stellt man sich vor, dass man da jetzt da Menschen hochschickt oder will man die Menschen in Raketen hochschicken, weil es billiger ist? Ja, die Antwort. Wir haben der einzige Grund, warum wir unbemannte Raumfahrt haben, ist, weil wir keine kleinen Menschen herstellen. Wenn wir ein System haben, was wie der Elevator ausguckt, so fähig ist, dann würden wir vom ersten Tag da Menschen mitnehmen und die würden halt genügend Essen mitnehmen, von Tag 1. Also technisch gesehen haben wir eigentlich kleine Menschen. Ja. Eine andere Frage aus dem Internet, bitte. Wie sieht es mit der Spannung aus, die durch das Magnetfeld erzeugt wird? Wird das ein Risiko oder eine weitere Quelle von Energie? Beides. Für den Erdaufzug wäre das eine Quelle für Energie, abhängig von dem Material, das man wählt, aber für den Mond gibt es keine Spannung, weil es da kein globales Magnetfeld gibt. Number 8, please. Sie sagten, ein Weltraumaufzug von der Erde ist nicht möglich mit den Materialien, die wir heute kennen. Wenn man beide Seile miteinander verknüpft und dann
Ah, okay, das Konzept, das habe ich, davon habe ich noch nicht gehört. Ich werde es mir mal anschauen. Vielen Dank für die, also Launch Loop, hast du das genannt, also Startschleife, also irgendwie so eine Schleuder. Also wahrscheinlich wäre die Spannung die gleiche, aber das klingt interessant. Ich schaue mir das mal an. Nummer 3, bitte. Hi. Um zurück auf die Frage von Anfang zurückzukommen, ob wir es in unserer Lebzeit noch sehen werden, können Sie eine Schätzung geben, vielleicht eine optimistische oder realistische Schätzung, wie weit ist die Forschung? Also wenn ich der Präsident der Welt wäre, dann hätten wir das in 2050. Es hängt wirklich sehr davon ab, von den Entscheidungen, die auf einer weltweiten Skala gemacht werden. Just schaut euch einfach nur die globale US-Administration an und auch hier in Europa, die wirklich entscheidend sind, damit mehr Wissen zu bekommen. Aber wenn wir den Weg des Wissens nehmen, die ESA plant, ein Mondprogramm in den 30ern zu haben. Und das Mondprogramm wird implementiert werden. Da wird ein anderer Vortrag haben. Also ich glaube wirklich, in den 2030ern wir sowas sehen haben. Und dann die Notwendigkeit für sowas wird Leute dann zwingen, diesen Aufzug zu bauen. Und das wird dann vielleicht 2050 sein. Ich plane bis dahin noch hier zu sein. Also Fokussieren von Ressourcen, also wir haben nicht über Raketen gesprochen, die man wiederverwenden kann. Können Sie über die die Kosteffekte sprechen von wiederverwendbaren Raketen versus Weltraumaufzug? Also ich denke da an Elon Musk. Ja, gruselige Frage. Also wir wissen von Elon, dass wiederverwendbare Raketen ungefähr 30% besser sind als normale Raketen. Das heißt also, von 10 Millionen sind wir jetzt auf 9.700.000 pro Kilogramm. Also es ist schon gut, aber es ist immer noch Raketen. Also der Weltraumaufzug, der geht um einen Faktor von 100, macht es billiger, einen Faktor von 100. Und das ist mit einschließlich des initialen Investment, wenn man davon ausgeht, dass das initiale Investment weniger als 10% des Umsatzes sind. Also man muss eine Menge Business haben, damit es dann nur funktioniert. Das ist das Problem vom Weltraumaufzug. Wenn es nicht genügend Business gibt, um das damit zu erledigen, dann werden Leute das nie machen. Mikrofon Nummer 6, bitte. So, thanks for the talk. Danke für den Vortrag. Von dem Vortrag schätze ich, dass der Aufzug, der Mondaufzug, wirklich technisch machbar ist oder baubar ist. Gibt es irgendwelche Pläne? Was ist der Zeitplan? Die ESA hat noch kein Weltraumaufzugprogramm. Wir haben ein paar Experimente mit den Weltraumkabeln gemacht, die sehr erfolgreich waren, und wir haben das in unserem Wissensstand. Der Grund, warum wir uns damit nicht mit auseinandersetzen, ist, weil unsere Aufgabe ist, die Forschung zu ermöglichen für unsere Mitgliedstaaten, und Forschung ist nicht der Hauptgrund des Aufzugs. Es gibt ein Weltraumaufzug-Konsortium, da gibt es hier zum Beispiel der Liftport.com, da finden Sie, dass es einen Zeitplan gibt. Das ist ein privates Konsortium, und Ihr Plan ist da, ein Wirtschaftsmodell daraus zu machen. Ja, vielen Dank. Also zunächst vielen Dank für diesen wirklich guten Vortrag. Also meine Frage ist, es gibt öfter das Argument, dass wir nicht Menschen in den Weltraum schicken sollten wegen der Kosten und der Risiken und weil es so schwierig ist. Was würden Sie als Argument dagegen anführen? Ja, also ich bin seit 16 Jahren in dem Business und habe die Frage schon ganz, ganz oft beantwortet. Also vergib mir, wenn ich das jetzt so ein bisschen von oben herab klinge. Also zunächst einmal, es kostet nicht so wahnsinnig viel mehr. Ne? Der Euro, das darf man nicht vergessen, den man in das Weltraumprogramm steckt, der bleibt hier auf der Erde, der geht nicht in den Weltraum. Ne? Also jeder Euro, den unsere Mitgliedstaaten investieren, kriegen sie 5 Euro zurück.
Das Zweite ist, Weltraumbudget ist momentan nur 1% oder weniger des nationalen Budgets. Ne? Das dritte Risiko, also das Risiko ist, das besteht nur für die Astronauten. Und das steht bei denen im Vertrag. Ihr habt einen risikoreichen Job. Ne? Wollt ihr das wirklich machen? Ja? So. Also, ja, das war's, oder? Ja, also, aber wir könnten es ja auch ohne Menschen machen, so höre ich. Also ich weiß nicht, ich verstehe es nicht ganz. Also warum haben wir es nicht auch ohne Menschen, wenn es ohne Menschen geht? Ja, also das kann ich natürlich nicht ausschließen, dass wir eines Tages intelligente Maschinen haben. Also ich habe neulich eine Sicherheitskamera irgendwie so ein bisschen verwirrt, indem ich meine Brille aus dem Mund habe hängen lassen, und dann hat die Sicherheitskamera mich nicht mehr erkannt. Ja. Das zeigt mir, dass die Computer heutzutage nicht allzu intelligent sind. Die Sicherheitsindustrie hat, gibt Milliarden aus. Ja. Also als ich angefangen habe, 1972, da hieß es, wir haben bald intelligente Automaten und Roboter, aber ich meine, ich weiß nicht, es gibt sie immer noch nicht, vielleicht in 20 Jahren mal, aber ich weiß nicht. Eine Frage aus dem Internet. Das ist eine sehr praktische Frage. Wie würde man das Kabel auslegen und wieder reparieren? Ja, das habe ich über meinem Vortrag gesprungen. Vielen Dank. Das ist die... Eine Rakete würde ungefähr 100 bis 1000 Tonnen zu diesem stabilen Punkt bringen, den wir vorhin gesehen haben. Und von diesem Punkt würde das Kabel dann nach unten und nach oben bekommen, während der Schwerpunkt in diesem stabilen Punkt braucht, man soll ein bisschen stabilisieren, aber nicht viel. Sobald man das da ausgebracht hat, wird das bis für Jahrzehnte da bleiben. Dann in der zweiten Rakete bringt man dann den Climber an. Das ist wirklich, ich würde auch die Person weiterleiten auf die Wikipedia, hier meine Links weiterleiten. Da gibt es noch weitere Informationen dazu. Mic number 3, please. Hi, ich habe zwei Fragen. Also die erste ist, wenn wir das Kabel bauen, werden wir das Kabel bauen und dann Materialien zwischen Mond und Erde hin und her transportieren? Die zweite Frage ist, wie werden wir das bauen? Mit 3D-Printern oder wie? Ja, also der erste Teil der Frage. Also wir haben beide Optionen. Also wir können alles von der Erde dann hinbringen. Das ist teurer, aber sicherer. Die Alternative ist, man bringt ein kleines Pilotkabel und holt dann das größere Kabel hoch mit dem Pilotkabel. Also das ist billiger und weniger risikoreich. 3D-Printing geht natürlich, es ist eine Option. Ich habe einen Slide ausgelassen, die Kabelstruktur zeigt, weil ich mehr von euren Fragen wollte, deswegen habe ich die Slides weggelassen, aber also die Idee ist, man nimmt so verwobene Fasern, wo dann eine Faser brechen kann, ohne dass das ganze Kabel bricht. Oder vielleicht können 5 brechen, ohne dass das ganze Kabel bricht. Und auf diese Art und Weise auch könnte man dann Crews hoch runterschicken, die dann das Kabel reparieren, ja. Und das Kabel an der Stelle so ein bisschen auseinandernehmen, den kaputten die Faser wieder rausnehmen, ein neues Kabel wieder rein und einen neuen Spleiß machen. Und die Spannung wieder nachstellen. Could we get number 6, please? Nummer 6, bitte. Arthur C. Clarke has written the book Fountain of Paradise, and where he described the elevator concept. And they have many papers. Es gibt viele Paper über dieses Konzept, über hyperbolische Strukturen zu verwenden. Also alle drilling platform are using it also. And I would like to know, haben Sie schon eine Gleichung ausgerechnet, wie viel Zeit würde es dauern, brauchen, um einen Menschen von der Erde
The global space exploration strategy. Is this because it looks like the International Space Station will be up until 2025, at least the financing is... Die ISS wird noch bis 2025 bis, finanziert sein. Was passiert danach? Wäre es auch möglich, die ISS zu benutzen, als Sprungbrett zu nutzen, um es zu bauen? Also drei Teile. Ja, ich habe dieses Buch gelesen und es geht wirklich über die sozioökonomischen und ökonomischen Impact, Einfluss eines des Weltraumaufzugs. Die technische Lösung und Diskussionen, die in diesem Buch sind sehr interessant. Ich habe ehrlich gesagt mich nicht weiter damit befasst, aber es gibt sehr interessante Lösungen für den Ankerpunkt. Der zweite Teil der Frage war über die Reisezeit. Das wurde von einem Kollegen vorher schon beantwortet. Also wir reden über Monate, aber das kann man auch beschleunigen, wenn man im Vakuum ist. Ohne deine Frisur zu schäden. Also einfach, kann das von ein paar Monaten auf ein paar Wochen zurückschneiden. Und die dritte Frage, das Global Space Exploration Group, in dieser Gruppe bereiten wir die nächsten Schritte vor, die ESA zusammen mit NASA, mit den Chinesen. Der nächste Schritt wird sehr wahrscheinlich die Erstellung einer sehr kleinen Basis im Mondraum sein. Ja, danke. Also zwei kleine Fragen. Die erste klingt vielleicht ein bisschen naiv, aber also sobald man den Aufzug mal hat, also um dann hochzufahren, würde das nicht irgendwie eine Kraft nach unten erzeugen? Also wie schafft man das, dass das Seil an der Stelle bleibt? Ja, die Antwort ist ja, das stimmt, aber es ist so klein, die Kraft, also für eine 1-Tonnen-Kabine, da hätte man ein 1000-Tonnen-Kabel oder ein 2-Tonnen-Climber hat ein 1000-Tonnen-Kabel-Seil. Ne? Also wenn man sich die Mathematik anguckt, dann der Schwerpunkt, danke, der würde sich ein bisschen nach unten bewegen. Aber es ist ein bisschen kompliziert, aber also die horizontale Bewegung der Basisstation, wo es am Mond verankert ist, kann die Energie ausgleichen, die man braucht, um die Gondel anzubringen. Sobald es dann hochsteigt, geht es wieder zurück. Das sind aber kleine Änderungen, das sind nur horizontale Oszillationen. Ja. Die andere Frage ist, nehmen wir mal an, wir bauen den Hochaufzug, aber irgendwie funktioniert es hier auf der Erde nicht und dann haben wir einen Aufzug auf dem Mond. Wie nützlich ist das denn? Ja, also lassen Sie mich mal zurück hier zu diesem Bild gehen. Also die Nützlichkeit ist hier. Also das Delta V ist einfach mal halb so groß, wenn man nicht mehr auf dem Mond mit Raketen landen muss. Also es würde die Kosten halbieren, also von 10 Millionen auf 5 Millionen. Ob das ausreicht, um es ökonomisch zu machen, weiß ich nicht. Also das heißt, es wäre besser, aber es würde nicht wirklich das Problem lösen. Ja, so ungefähr ist das, ja. Sie haben über Wirtschaft gesprochen. Ich habe mich gefragt, gibt es einen Konsens über wer den Mond besitzt oder fürchten wir den nächsten Krieg um Ressourcen in 2050? Es gibt einen Konsens bei den Vereinigten Nationen, dass kein Land den Mond besitzen kann. Das schließt auch private Firmen ein. Denn jede private Firma muss ein legales Framework haben, das in einem Land sitzt. Es kann natürlich immer anders sein, als es offiziell ist. Gerade jetzt gibt es sehr viel Diskussion, wer denn Anspruch auf den Mond hat. Und da müssen wir einfach warten. Vielleicht ist das eine Möglichkeit, den Mond zu belagern. Können wir noch eine Frage aus dem Internet haben, bitte? Wenn man vom Mond zurück zur Erde reist, müssen wir da die Atmosphäre durchbrechen oder braucht man dann einen Antrieb? Man braucht beides nicht.
wenn man mit dem Kabel runtergeht, dann rotiert man mit der Erde zusammen. Es sei denn, man hat einen relativ hohen Wind. Dann kann man einfach, die Luft wird immer dicker, je weiter man nach unten kommt. Oh mein Gott, ja, muss man überlegen. Ja. This math on stage is just terrible. Mental math on stage, you should try it one day. So the first 99.99% of the cable. Die ersten 99,99% sind im Vakuum. Und dann das letzte kleine Stück, so 30 Kilometer etwa. Die letzten 30 Kilometer ist man halt in der Luft. Und dann merkt man, dass die Luft dicker wird. Höher in der Atmosphäre hat man halt ein paar Winde, ein paar Strömungen. Aber man ist in einer kleinen Kabine. Wenn man dann weiter nach unten kommt, kann man dann halt einfach aus dem Lift aussteigen. Eine letzte Frage, bitte kurz halten. Danke, Herr Präsident, für den netten Vortrag. Meine Frage ist ähnlich wie die andere von Mikrofon 2 gerade jetzt, aber nicht wer den Mond besitzt, aber wer den Aufzug besitzt. Wenn Sie nicht der Präsident der Welt sind, dann ist offensichtlich im Weltraum funktionieren Dinge etwas anders und besser, wie zum Beispiel auf der ISS. Und gerade wegen der Kosten des Aufzugs, wird das ein öffentliches Projekt sein wie die ESA oder NASA oder wird das eher was privat sein wie SpaceX? Das ist eine interessante Frage. Ich habe das noch nicht wirklich durchgedacht, aber meine Antwort wäre, es wird wahrscheinlich privat sein, denn die Vorzüge sind wirklich für Firmen, also Material vom Mond zu bekommen oder große Infrastrukturen auf dem Mond zu bauen, das Dienstleistungen bietet, soll natürlich privat sein. Das wäre ein riesiges, mächtiges Teil von Infrastruktur. Ist es überhaupt möglich, dass eine private Entität das besitzt, ohne mit nationalen Interessen zu beeinträchtigen? Man könnte die Erde angreifen von diesem Aufzug. Also es wäre wahrscheinlich nicht sehr glücklich, wenn wir so etwas haben, das im privaten Besitz war. Wenn Sie den Fountain of Paradise von Arthur C. Clarke lesen, dann wird das Problem sehr klar. Und ich habe keine gute Antwort dafür. So, wir sind am Ende der Zeit. Vielen Dank an unseren zukünftigen Präsidenten. Wir sind das Übersetzung.